Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Video, in dem ich euch zeige, was gibt es Neues in dem Update 1.0.6 bei der Super Smash Bros. Für den 3DS und für die Wii U, was heute erschienen ist am 15. April 2015. Was hat uns das Update gebracht? Ja, wir können jetzt neue Kostüme für Amiibos, also ja, für unsere Smash Mii-Figur benutzen. Da gibt es unter anderem Link, Katze, dann Mega Man X, Proto, keine Ahnung, und viele, viele mehr. Majora's Mask und keine Ahnung, Pipapo, es ist schön, aber das ist nicht das Hauptding, was im Update gibt. Seit diesem Update gibt es einen neuen Kämpfer, beziehungsweise einen alten Kämpfer, den man jetzt wiederbekommen kann, und zwar Mewtwo. Mewtwo ist eine recht nette, ja, ein recht netter Charakter, mit dem man verschiedene Moves machen kann. Einmal hat man dann den oben Smash, indem man Gegner einfach nach oben smasht, ja, wie es auch der Name sagt wahrscheinlich. Nee, der Angriff ist sehr effektiv, der schleudert nicht nur den Gegner nach oben, sondern hält ihn auch für kurze Zeit in der Luft und man schlägt ihn mehrere Male dabei. Wenn man nach unten Smash macht, dann setzt man irgendwie eine Psycho-Attacke auf dem Boden ein, so dass er wirklich auch ein kleines bisschen weiter wegfällt. Die seitlich Smash-Attacke ist natürlich wie eh und je eine, wo man jemanden wegdrängt. Im Sprung nach oben, ja, das bringt nicht so viel, ja, schlägt man jemanden noch ein bisschen hoch. Im Gegensatz dazu die in der Luft Sprung unten Attacke. Die bringt schon was, weil da schlägt man den Gegner nochmal mit seinem Schwanz runter. Ja, ich habe Schwanz gesagt. Und seitliche Attacken, also wenn man nach vorne eine Attacke macht, während man fliegt oder in der Luft ist, dann schlägt man den Gegner nochmal weiter weg, also falls er weg herkommen will. Aber wenn man zum Rücken angreift, also wenn er zum Rücken steht und man fliegt hinter, also rückwärts auf den Gegner drauf, und man die den Smash dann benutzt, dann schlägt man mit dem Schwanz ihn wirklich etwas weiter weg. Das ist wirklich eine sehr gute Attacke. Der Schild ist gut, ist wie bei jedem Charakter, ist kein besonderer Schild. Also Schild ist Schild, ja. Die oben B-Attacke, die Rettungsattacke, ist wie früher. Man teleportiert sich einfach nur ein bisschen weiter vorne. Wie bei Palutena eigentlich. Aber es ist effektiv. Dann die normale B-Attacke ist wie bei Lucario, einfach ein physischer Ball. Oder ein psychischer? Ja, ein psychischer Ball. Ein psychischer Ball, der aufgeladen werden kann und abgeschossen werden kann. Nur der Unterschied zu Lucario: egal wie viel Schaden man hat, der Ball bleibt gleich. Und er macht, glaube ich, 20-25% Schaden. Also ist das schon mal was. Und damit kann man jeden auch gut weghauen. Ich werde euch jetzt dann gleich auch noch ein paar Matches zeigen, beziehungsweise kurze Kämpfe, Best-Offs. Und da sieht man, wie gut ich gegen ein paar Kämpfer gekämpft habe. Ja, die unten B-Attacke ist wie früher. So eine Art Telekinese, damit man einschlafen lässt, den Gegner, oder rumtaumeln lässt. Ja, einschlafen eher. Und in der Zeit, also je mehr Schaden natürlich der Gegner hat, desto länger bleibt er am Pennen. Und dann kann man richtig zuhauen und ihn weghauen. Seitlich B-Attacke ist einfach nur irgendwie so eine Art Bewegung, die er mit seiner Telekinese schafft, um den Gegner umherzuwirbeln. Also kurz nach oben zu wirbeln und auf den Boden. Oder wenn man ein guter Spieler ist, dann kann man in der Zeit, wenn man in der Luft ist, wieder nochmal springen. Aber das, naja, braucht ein bisschen Übung. In der Luft, wenn man das einsetzt, dann kriegt man einen kleinen Schub und fliegt trotzdem noch ein bisschen hoch. Also das ist schon sehr nützlich. Die Taunts sind sehr interessant. Schaut euch mal das an. Hat's euch gefallen? Ich finde sie geil. Besonders diese Energie, die ausstrahlt. Ja. Im Großen und Ganzen ist Mewtwo ein sehr beliebter Charakter. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich werde mich auch richtig darauf freuen, wenn Lukas auch da ist und andere weitere Charaktere. Und ich werde auch mehrere Infovideos dazu bringen, wenn ein neuer Charakter da ist. Yeah, freut euch also darauf. Und, ja genau, jetzt noch zum Super Smash Angriff von ihm. Sein Ultra Smash. Er verwandelt sich in Mewtwo Y.
also in die kleine, knufflige Version, schießt einen riesen energiegeladenen Ball durch den Gegner durch und die Energie speichert sich in den Gegner ein und lässt den Gegner wegfliegen. Mit 0%, also dieser Angriff macht mindestens 30% Schaden. Und bei über 60% kann das schon tödlich enden. Besonders auch, wenn man nur in der Mitte ist. Also ich hoffe, jetzt sieht man das auch, weil ich habe ein bisschen was aufgenommen. Ja. Ansonsten, glaube ich, war es das auch schon von meinem Gelaber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Kämpfe von Mewtwo sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu den Kämpfen. Viel Spaß. Ich schneide ein bisschen was für euch zusammen. Tschüss. Haut rein. Ender!